Über 15.000 Leute sind zu Lützeburg am Schomarsch. Viele andere sind ungewollt unbeschäftigt oder in einer Beschäftigungsinitiative. Sie haben keine Sicherheit und ganz oft keine Perspektive auf eine bessere Zukunft für sich und ihre Familie. Dabei gibt es jede gebraucht. Jede hat Fähigkeiten und Talente, die uns alle gut weiterbringen können. Auch wenn die Privatwirtschaft auf sie verzichten kann. Die Gesellschaft kann es nicht. Kollektive Wohlstand und soziale Fortschritt können wir uns nämlich alle zusammen erschaffen. Jüdere muss mit einer sinnvollen Arbeit mit anständigem Salär zu diesem Wohlstand können beitragen. Und das muss recht sein. Die Linke wollen das recht auf eine Arbeit verwirklichen. Wir wollen die Arbeit an den Fortschritt finanzieren, nicht die Schomage und soziale Ausgrenzung.